So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Defense Grid. Los geht's, würde ich sagen. Okay. In den Bevölkerungszentren rücken die Aliens immer weiter vor. Ich habe alles versucht, um die Überlebenden mit dem Orbitallaser zu schützen, aber verdammt, das reicht nicht. Wir müssen die Invasion aufhalten. Wenn das nicht mehr geht, müssen wir die Überlebenden in Sicherheit bringen. Ich kontaktiere den letzten überlebenden Commander Simon Ridder wegen der Evakuierung. Was okay. Für eine Ehre, Sie beide zu treffen. Ich höre mir erstmal das an. Mit unseren begrenzten Ressourcen Ihr Bestes gegeben. Aber dank Ihnen besteht vielleicht doch noch Hoffnung. Ja. Mehr als nur Hoffnung, Simon. Jetzt wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Okay. Die kommen hier lang. Dann wollen sie wahrscheinlich hier durch. Das kann ich nicht verändern. Ich kann allerdings da dicht machen. Und hier dicht machen und da dicht machen. Dann müssen die hier ganz rum. Und hier kann ich dann ordentlich was bauen. Das Problem ist nur, dann sind sie direkt schon beim Ausgang. Wenn sie hier durchkommen, habe ich verkackt. Wenn ich die hier außen lang schicken würde, müssen die hier rum. Ja, ich glaube, außenrum ist besser. Ich glaube, außenrum ist wirklich besser einfach. Okay, erstmal kommt dahin ein Turm. Und dann... Raketentürme sind jetzt verfügbar. Flugeinheiten kommen aber erstmal nicht. Achso, ich dachte, der ist direkt Stufe 3. Alles klar. Okay, wo lang wollte ich die jetzt schicken? Die müssen dann gleich ja quasi hier lang. Ach was, okay. Vernichten Sie sie und holen Sie die Kerne zurück. Okay. Geht das so, ja. Achtung, wir haben nicht mehr viel. Ja, so geht das. Okay, was könnte ich hier in die Mitte bauen? Geschütztürme, Lasertürme. Achten Sie auf den Energiestand. Er ist extrem niedrig. In die Mitte kommt erstmal ein dicker, fetter Kommandoturm. Gegen uns beide haben Sie keine Chance. Fuck. Boah. Hehe, am Morgen erstmal. Unsere Energie ist relativ niedrig. So. Geschützturm und dann auch Geschützturm. Nee, da ist glaube ich Kanone angebracht da. So, wenn ich hier jetzt einen Temporalturm baue und voll upgrade, gehen die da langsam rum, dann kann ich währenddessen die ganze Zeit beschießen. Ich glaube, das mache ich. Können Sie mir nach dieser Welle helfen, meine Programmierung zu reparieren? Ich kann dann auch beim Bau der Türme helfen. Okay, cool. Ich werde es versuchen. Als erstes lösche ich das Wort Hitzkopf aus Ihrer Datenbank. Hitzkopf, okay. Alles klar, war ja klar, dass die nicht rechtzeitig fertig werden. Passen Sie besser auf, wir haben einen Kern verloren. Was? Wie denn das? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ach du Scheiße. Lassen wir das mal. Okay. In den Bevölkerungszentren rücken die Aliens immer weiter vor. Ich habe alles versucht, um die Überlebenden mit dem Orbitallaser zu schützen, aber verdammt, das reicht nicht. Wir müssen die Invasion aufhalten. Wenn das nicht mehr geht, müssen wir die Überlebenden in Sicherheit bringen. Ich kontaktiere den letzten überlebenden Commander Simon Ridder wegen der Evakuierung. Was für eine Ehre, Sie beide zu treffen. Kai hat mit unseren begrenzten Ressourcen ihr Bestes gegeben. Aber dank Ihnen besteht vielleicht doch noch Hoffnung. Mehr als nur Hoffnung, Simon. Jetzt wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten.
So, ja, so ist das schon viel besser. Finde ich. Jetzt müssen die da nämlich noch einmal außen rum und so. Ja, das ist schon besser so. Konzentrieren Sie sich. Okay. Gleich erstmal Raketenwerfer bauen. Und das ist Kacke. Boah, regt mich das auf. Alter. Hat jetzt leider doch nichts mehr geändert. Boah, wie geil die das da. Boah, Mann, ey. Ey, komm. Geil, ey. Ja, eine Kanone dahin. Hoffentlich reißt die noch was. Da die Feuerrate ist einfach viel zu niedrig. Na scheiße. Da habe ich ordentlich was verloren. Ja, der Raketenturm, den baue ich mal da. Rakete. Scheiße, schon wieder kam so ein... Alter, ich hasse diese Einheiten, Mann. Die gehen mir voll auf die Eier. Boah, nee, das sieht schon wieder so scheiße aus, Mann. Ich glaube langsam echt, dass das besser ist, wenn ich die doch hier lang schicke. In den Bevölkerungszentren rücken die Aliens immer weiter vor. Ich habe alles versucht, um die Überlebenden mit dem Orbitallaser zu schützen, aber verdammt, das reicht nicht. Wir müssen die Invasion aufhalten. Wenn das nicht mehr geht, müssen wir die Überlebenden in Sicherheit bringen. Ich kontaktiere den letzten Überlebenden Commander Simon Ridder wegen der Evakuierung. Was für eine Ehre, Sie beide zu treffen. Kai hat mit unseren begrenzten Ressourcen ihr Bestes gegeben. Aber dank Ihnen besteht vielleicht doch noch Hoffnung. Mehr als nur Hoffnung, Simon. Jetzt wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. Oh ja. So. So machen wir das mal. Ich habe da, glaube ich, etwas noch vergessen. Ja, ich habe da noch was vergessen. Was mir jetzt zum Verhängnis, glaube ich, wird. Ja, scheiße. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ne? So, bevor ich da... Ja, klar. Okay, dann nochmal von vorne. Meine Fresse nochmal. Ich habe alles versucht, um die Überlebenden mit dem Orbitallaser zu schützen, aber verdammt, das reicht nicht. Wir müssen die Invasion aufhalten. Wenn das nicht mehr geht, müssen wir die Überlebenden in Sicherheit bringen. Ich kontaktiere den letzten Überlebenden Commander Simon Ridder wegen der Evakuierung. Was für eine Ehre, Sie beide zu treffen. Kai hat mit unseren begrenzten Ressourcen ihr Bestes gegeben. Aber dank Ihnen besteht vielleicht doch noch Hoffnung. Mehr als nur Hoffnung, Simon. Jetzt wendet sich das Blatt zu unseren Gunsten. So, in der Hoffnung, dass es so jetzt besser läuft. Da hätte ich auch was anderes hinbauen können, das stimmt wohl. Sie haben einen Kern gestohlen. Verdammt, ich habe die Flugeinheiten völlig vergessen. Ach, du Scheiße.
Fuck, komm schon. Raketenturm. Schaffst du, zieh, Junge, ja. Sehr schön, konnte ich noch verteidigen. Oh, Alter. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen. Nach dieser Welle? Ich kann dann auch beim Bau der Türme helfen. Ich werde es versuchen. Als erstes lösche ich das Wort Hitzkopf aus ihrer Datenbank. Gut, den Laser werde ich nicht brauchen. Geschützturm, 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 Geschützturm. So. Okay. Vernichten Sie sie und holen Sie die Kerne zurück. Das ist jetzt natürlich ein bisschen uncool, dass Sie sich hier direkt mal die Kerne schnappen. Aber egal. Die werden erledigt. Kommen gar nicht erst richtig weit. So, deswegen mache ich hier hauptsächlich Upgrades. Werde ich jetzt hauptsächlich Upgrades machen. Und hier auch meine Hauptverteidigung konzentrieren. So. Unten roter Turm. Wir haben einen Kern zurückgewonnen. Scheiße und... Ah, verdammt, nein, ich hätte einen Kommandoturm bauen sollen. Oh, verdammt, der kommt hier hin. Boah, heftig, was sagt er da? Also, kann ich nicht sehen gerade. Bei mir ist da ein leeres Feld. BTF. Wir müssen Hand in Hand arbeiten. Nur so kommen wir ans Ziel. Der Geschützturm hat sie erledigt. Ja, das hat er. So, da hat man ein Upgrade, da ein Upgrade. Der kriegt ein Upgrade. Sieht's jetzt mit der Reichweite aus? Ja, kommt gleich nochmal ein. Ah, komm, kommt nicht weit. Zack. Und zack. Und ja, das muss noch ein bisschen warten. Das muss jetzt gerade noch ein bisschen warten. Aber egal, das ist ganz gut so bisher. Fällt mir bisher ganz gut. Ich hätte vielleicht die beiden Türme hier ein weit nach vorne setzen sollen und hier vielleicht zack, zack und zack, zack. Dann hätte ich mir hier sogar noch einen Turm gespart. Okay, den hätte ich mir auch so sparen können. Das stimmt wohl. Ach, naja. Da hätte ich dann mehr Feuerkraft gehabt, deswegen. Mal schauen, bis wohin reicht der bis... dahin fast. Finde ich, kann dahin noch mal einer. Sollte sich da doch mal ein Decoy an meinen Einheiten vorbeischleichen wollen, ne? Soweit so gut. Moment. Zu gut sogar. Die Aliens haben unsere Taktik durchschaut und ändern ihre Strategie. Sie greifen unsere verbliebenen Städte gleichzeitig an. Das ist eine gute Strategie. Aus allen Rohren.
Sind wir etwa die einzigen verbliebenen Streitkräfte? Ich fürchte ja. Dann haben wir keine Wahl. Wir müssen die Bevölkerung jetzt vom Planeten evakuieren. Wir könnten durch das Portal nach Selis, so wie Fletcher und der Commander hierher gekommen sind. Nein, es würden zu viele sterben im Kampf bis dorthin. Wir müssen die Leute sofort vom Planeten evakuieren. Unser altes Kolonieschiff liegt noch an der Orbitalstation. Mit Shuttles bringen wir die Leute schneller dorthin. Na dann. Simon hat recht. Die Sicherheit der Zivilisten steht an erster Stelle. Der Commander und ich halten die Aliens in Schach, bis ihre Leute den Planeten verlassen haben. Einverstanden? Einverstanden. Okay, klingt nach einem Plan. Oh, der hat aber auch nicht viel zu reden hier, zu sagen, zu reden. So. Die Flugeinheiten, Upgrade nochmal schnell. Kann ja nicht schaden, ne? Uns geht die Energie aus. Okay. Ein Glück, dass da gerade keine in der Basis sind. Wir brauchen noch ein Upgrade mehr. Alter, nicht ernsthaft, ne? Bullshit. Achten Sie auf unsere Energie. Ja, das sind ja noch die Kleinen. Die brauchen nur 200. Hätte ich ja schon viel früher machen können. Unsere Kerne, sie stehlen sie. Ja, der kommt nicht durch. Sie fahren die schweren Geschütze auf. Alter, der wäre fast durchgekommen. Scheiße. Okay. Diese Decoys verstecken etwas. Kommen wir zur Sicherheit noch einen Raketenturm. Sicher ist sicher, ne? So, und der Meteor ist jetzt natürlich gleich noch ein Upgrade. Ja, die kommen da auch nicht durch. Sieh sich mal einer an, wie die auf die Fresse kriegen. Mit den Geschützen haben wir sie erwischt. Keine Chance haben die. Die haben jetzt gerade echt keine Chance. Und tschüss. So, ich habe wieder ordentlich Ressourcen zur Verfügung. Deswegen würde ich doch glatt mal behaupten, wir das so machen, das da. Ja, komm, gegen zwei solche Türme haben die keine Chance. Jupp, die verabschieden sich auch gleich. Keine Frage. Relativ gesehen ist sie das wohl. Hätte ich auch schon mal früher machen können, was? Na egal, letzte Welle, komm. Ah, die. Jetzt werden sie auch noch verlangsamt. Bam! Muss ich zum Schluss doch nochmal den Laser verwenden, naja. Tausend Dank, danke. Das gibt uns Zeit, die Überlebenden zu versammeln. Aber Sie müssen während der Evakuierung die Aliens ablenken. Nichts zu danken, das ist unsere Pflicht. Aber sobald Ihre Leute den Planeten verlassen haben, müssen der Commander und ich alles daran setzen, das Portal endgültig zu schließen. Verstehe. Vielen Dank, General. Commander? Ja? Achso.
Ende. Ja, nice. Okay, warum haben wir auf einmal 4000 da? Egal, das ist wieder eine Goldmedaille. Richtig geil. Hier nochmal kurz die Details, das vergesse ich immer. Ja, alles klar. Das war, verdammt. Belagerung war das, genau. Und das war's auch mit der Folge. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.